Der Manuel Eisensteger von ProInnoVes präsentiert das Spiel der Bayernliga Süd, TSV Schwaben Augsburg gegen den TSV Kottern. Die Schwaben gewinnen zu Hause ihr letztes Heimspiel 2017 mit 3:1. Ich sag mal, Mann des Tages, der Michael Geldhauser. Zwei Tore, eigentlich müssten es drei sein. Eigentlich, ja. Genie und Wahnsinn, aber liegen oft beieinander. Mei, ja. Ist dem Platz geschuldet. Was sagst du zum Spiel, Michi? Ja, ich fange mal an. Wir kommen eigentlich nicht so gut rein. Die ersten eine Viertelstunde, 20 Minuten sind von da an dann klar Ton angeben, lassen den Ball laufen, haben immer wieder gute Chancen. Haben dann ein paar gute Chancen, machen die nicht. Ja, dann mache ich das 1-0. Spielen wir weiter gut, gehen in die Halbzeit und dann kommen wir raus und sind von da meiner Meinung nach völlig von der Rolle irgendwie. Kriegen dann das 1-1 völlig verdient und kommen dann durch so ein Tor wieder ran. Und zum Schluss, ja, können wir froh sein, dass wir dann nur das 3-1 machen und dann die drei Punkte auch hier mitnehmen. Und meiner Meinung nach auch von den Torchancen dann auch verdient. Jetzt habt ihr 35 Punkte. Zufrieden mit der Runde heuer als Aufsteiger? Ja, klar, wir haben immer noch zwei Auswärtsspiele, die wollen wir jetzt auch so gut wie möglich bestreiten. Am besten mit 6 Punkten. So wie es gerade momentan läuft, gelingt einfach auch alles vorm Tor. Und ja, hoffen wir, dass wir da nur 6 Punkte holen und dann können wir in die Winterpause gehen. Lass uns noch kurz über deine Tore sprechen, über deinen Lauf. 14 Tore, erste Tor sensationell. Sowas macht normal nur Arjen Robben mit dem linken Fuß. Hat genau reinpasst hinten ins lange Eck. Zweite Tor, sensationeller Lupfer. Und dann halt, man sieht es ja, das dritte Tor. Du gehst klasse vorbei, musst nur noch reinschieben und dann kommt so ein kleiner Huckel und der Ball springt drüber und du hast es gesagt, man muss dann nochmal zittern, aber das macht den Fußball so schön und interessant. Und warum läuft es heuer für dich so gut? Ja, ich muss sagen, vor 2 Jahren, das zweite Jahr Memmingen, war ich häufig verletzt. Bin dann auch nicht mehr so zum Zug gekommen, habe trotzdem nur 7 Tore geschossen in der Vorrunde. In der Rückrunde war ich dann verletzt. Bin dann nach Illertissen und war dann auch von Anfang an eigentlich nie hundertprozentig fit. Habe trotzdem 20 Spiele gemacht. Natürlich nicht die Einsatzminuten, wo ich mir erhofft habe. Haben dann den Vertrag beiderseitig aufgelöst. Bin dann nach Augsburg gezogen und dann kam für mich nur Schwaben in Frage, da die dann aufgestiegen sind. Und ich wohne jetzt in Augsburg, ja, und ja, ein paar Kumpels von mir, Löw, Max und so weiter, sind mit mir hierher gegangen. Einige waren schon da und es macht einfach auch momentan brutal viel Lust, hier zu spielen, so wie es gerade läuft. Und ja, am besten läuft es in der Rückrunde so weiter. Gut, das wünschen wir euch. Dir, Michael Geldhauser, herzlichen Glückwunsch zu dem Tag heute. Und dann sehen wir uns in der Rückrunde und feiert dann nach den 2 Spielen, wo ihr noch habt, gemütlich Weihnachten. Ja, alles danke dir. Super, danke. Sven Dressler haben wir noch vor der Kamera. Michi Geldhauser, hast du gerade gefragt, ob er die umbringen will, von den Nerven her. Er macht natürlich 2 geniale Tore, muss das dritte machen, aber ist vielleicht dem Platz dann geschuldet. Er macht es ja natürlich perfekt, geht vorbei, muss nur noch reinschieben. Aber das ist der Fußball. Für den Zuschauer wird es nochmal spannend. Habt euch dann doch noch erlöst. Zufrieden heute mit den Jungs? Ja, heute definitiv, auch was die letzten Wochen abging, haben die Jungs großen Respekt verdient. Sie arbeiten richtig, richtig gut, stehen da als Team auf dem Platz, setzen die Vorgaben komplett um, die man ihnen mitgibt auf dem Weg. Und so ein Spiel hätten wir vielleicht vor 6, 7 Wochen nicht gewonnen. Heute haben wir es gewonnen und das zeigt schon wieder die nächste Entwicklung, in der wir uns befinden. Der nächste Schritt, der gemacht wird. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Du sprichst es an, die Entwicklung, man sieht es ja, wenn wir begleiten euch ja jetzt schon Bezirksliga, Landesliga, man sieht es ja auch, der Fußball entwickelt sich hier bei den Schwaben. Ihr seid ja noch nicht einmal komplett jetzt heute gewesen, ihr habt ja noch was in der Hinterhand, habt jetzt auch nur 2 Spiele, es kann auch noch ein bisschen mehr werden. Ja, wir haben jetzt eigentlich die ganze Saison 17, 18 bisher mit Problemen, was Personal betrifft, zu kämpfen. Also zwischen 6 und 10 Mann haben immer gefehlt, auch am Spieltag. Das war eigentlich ein reines Puzzeln. Wir sind jetzt auch im Spiel aktuell mit einer Dreierkette, wo ich ja eigentlich nicht so meins ist, aber notgedrungen mussten wir das tun. Es funktioniert. Die Jungs, wie gesagt, passen sich dem auch an, geben alles. Klar, es ist natürlich immer besser, wenn alle Mann da sind, auch im Training, mehr Konkurrenz. Man kann die Trainingsinhalte anders gestalten. Aber wie gesagt, wir müssen so jetzt, wie es jetzt aktuell ist, mit dem müssen wir umgehen. Mit dem gehen wir, glaube ich, ganz gut um. Es ist natürlich auch immer wieder so, dass,
dass man kleine Dellen mal hat, mal ein kleines Loch, mal ein kleines Tief. Wichtig ist, dass man da ruhig bleibt, locker bleibt und realistisch vor allem und auch die richtigen Schlüsse draus zieht. Sören, Glückwunsch zu dem Sieg halt. Wir wünschen euch in den verbleibenden zwei Spielen noch alles Gute und dann entlasse dich zur offiziellen Pressekonferenz. Danke dir.